So, und da sind wir auch schon wieder kurz nach der Pressekonferenz von Microsoft. Ja. Und ja, hier war, ist wieder dabei. War, glaube ich, bisher die längste, oder? Ich glaube auch. Stunden. Ich glaube auch. Die anderen haben sich, glaube ich, so bei etwa einer Stunde aufgehalten. Ja, was ist da alles passiert? Also angefangen hat es, glaube ich, mit Gears of War 4. Genau. Gears of War 4 war meiner Meinung nach wieder ein starker Opener. Die haben da grafisch einiges gezeigt. Sehr viel Special Effects. Da war irgendwas mit Blitzen und Explosionen und was weiß ich alles. Mhm. Vielleicht ein bisschen zu sehr überladen damit. Aber gut, sah eigentlich ganz witzig aus. Und das Beste, man kann Sägeblätter verschießen. Wie cool war das denn? Ja, das stimmt. Also die Waffen sind wieder sehr interessant. Aber mir kam es alles sehr geskriptet vor, was ich so gesehen habe. Aber ich fand es super, als eines von den Viechern von einer Waschmaschine erwischt wurde. Das war dann doch sehr sympathisch. Das hat alles wieder rausgerissen. Ja, das war sympathisch. ja, aber an sich, wie gesagt, ja. Ich weiß nicht. Also man hat, vom Gameplay hat man ja doch ein bisschen was sehen können, das finde ich gut. Ja. Hat so ein bisschen was von den älteren Teilen, aber so, ich finde, dieser Humor von den vorherigen Teilen hat so ein bisschen gefehlt. Aber vielleicht ist das auch einfach so eine ernstere Passage gewesen. Das weiß man ja nicht. Ja, ich glaube, die wollten jetzt nur erstmal überzeugen, mit was für Special Effects da gearbeitet wird und wie so. Wie das alles aussieht, ja, okay. Ja, und die hatten ja, glaube ich, eine... War das bei Gears of War schon? Da hatten die ja eine... der Voice Actor hatten sie auf der Bühne. Die das vorgestellt hat. Ach so, okay. Das weiß ich leider nicht. Ich dachte, das wäre eine der, der Leute, die das gemacht haben. Ach so, ja, ich hatte mir das nicht so sicher aufgefasst, dass das ein Voice Actor sein sollte. Ach so, okay. Ja, das hat man jedenfalls gesehen und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe schon viele Sachen wieder vergessen. Daher wird das Ganze wahrscheinlich schon sehr durcheinander laufen. Was gab's denn noch? Wir hatten noch... Danach kam, glaube ich, Killer Instinct. Kann das sein? Ja, das kann sein. Tatsächlich Killer Instinct. Und jetzt gerade läuft nämlich schon die Pre-Show zur PC Gaming Show. Ach du Scheiße. Daher habe ich schon das Ganze gerade kurz aufgelaufen. Aha. Das soll tatsächlich auch in 30 Sekunden anfangen. Aber du Scheiße. Ich nehme die PC Gaming Show interessiert mich eh nicht. Es ist eh die Pre-Show und wir haben noch 15 Minuten, um Microsoft zu besprechen. Ja. da würde ich jetzt sagen, wichtig war auf jeden Fall, jetzt haben sie die Konsolen gezeigt. Ja. Einmal die Xbox One Slim. Die genau. Sind, wie gesagt, in kleiner, schärfer HDR-Gaming-Gedöns und so weiter gemacht haben. Genau, und das ganze Zeugs. Das andere. Project Scorpion Odious? Oder Scorpio. Scorpio, genau. Project Scorpio war das. Was wohl jetzt die größte. Die leistungsfähigste Konsole überhaupt werden soll. Und ja. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das nicht doch schon die Dingens ist. Er sagt, wir starten in ein paar Minuten. Okay, dann müssen wir uns ranhalten. Ja, gut. Gut, es was gab's ist eh nicht viel zu erzählen. Es gab sehr viele Exklusivtitel, die zwischen Xbox One und Microsoft Windows 10. Ja, Windows 10. Genau, Windows 10 sind und das, was sie groß rausbringen, ist, wenn man später bei Xbox One ein Spiel kauft, kann man das gleichzeitig auch auf dem PC, auf Windows 10 spielen, bei bestimmten Spielen, die kompatibel sind, ohne dass man halt extra noch dafür zahlen müsste. Also kann man immer hin und her switchen zwischen Xbox und PC. Da haben die sehr oft drüber gesprochen. Ja, genau. Also das ist bei fast jedem Spiel gekommen. Ja. Ich glaube, da hatten sie noch Forza Horizon 3, das jetzt irgendwie in
Australien spielt, das hatten sie noch drin. Ja, ja. Sie haben gesagt, sie wollen den größten Fahrzeugroster haben von Forza Horizon generell. Das heißt, ja, mehr Autos im mehr Autos im Outback und dieser beim Koop spielen und so weiter wird doch gab's dann sogar dieser einen Helikopter. Genau, gab's den Helikopter, der einen wieder reinfliegt. Das war ganz okay. Ja. Dann gab's noch, was mich interessiert hatte, deswegen habe ich es mir natürlich gemerkt, State of Decay 2. Mhm. Darauf bin ich doch schon gespannt, das sah ziemlich gut aus. Dann kam noch, was auch sehr interessant war, Halo Wars 2. Ja. Das ist auch exklusiv gewesen für Xbox und Windows. Windows 10. Ja, und da fängt es ja schon an, dass ich überlegen muss, was denn noch so war. Da war, glaube ich, noch ja, ein Soul Blade dabei. Dieses mit den Drachen. Ah, da habe ich leider den Namen vergessen. Ich meine, es heißt Soul Blade. Es war auf jeden Fall so, dass die Präsentation sehr überladen war von Spieletiteln. Die haben einfach Trailer rausgeballert. Meine Güte. Ja, wobei, wie gesagt, die meisten Sachen kamen ja gar nicht wirklich so von Microsoft, sondern waren eher so nebenbei Sachen. Ja. Ja. Und ja, was kann man noch groß erzählen? Was muss die man haben noch groß erzählen? Jetzt zum Beispiel bei Minecraft haben sie jetzt eingeführt, dass es durch ein Friendly Update, dass es konsolenübergreifend ist. Das heißt, man kann zusammen mit Leuten entweder auf Xbox One oder auf PC, kann man beides machen. Also Leute können auf der Xbox mit anderen Leuten zusammen auf dem PC spielen zum Beispiel. Mhm. Das war ein großes Update, was die groß gefeiert haben. Genau, und sie haben ihre Konsole, haben sie auch noch ein bisschen aufgemotzt, indem sie jetzt farbige Controller hatten, ja genau. Diese Gildenfunktion für Spiele. Dann Suche Gruppen und die Xbox Arena haben sie mit eingefügt. Genau, also Gruppen halt, dass man da mit anderen zusammen, Leute, die dasselbe Spiel spielen, kann man sich halt da untereinander in so bestimmten Clubs, kann man sich da austauschen. Und ansonsten, die Xbox Arena war, glaube ich, so kompetitiv, dass man versucht, besser als der andere zu sein und der Allerbeste wird. Die keiner vor einem war. Genau, deswegen haben sie auch gleich FIFA dafür gezeigt. Hm. Ja, ansonsten gab es, glaube ich, gar nicht so viel Interessantes, oder? Vergesse ich da was? Ich wüsste eigentlich nicht. Also, wie gesagt, die haben sehr betont, wie sehr das jetzt übergreifend ist mit Xbox und PC, dass man das in Zukunft öfter spielen kann. Von Rare gab es noch ein Thief's End. Nee, das war Nathan Drake. Jedenfalls Thief's Dingenskirchen. Sea of Thieves, genau. War auch ganz okay. The Happy Few war noch dabei. Genau, ja. Also, So wirklich viel im Kopf bleibt einem eigentlich nicht. Man wird so zugeballert von irgendwelchen Trailern. Aber ist auch, glaube ich, gar nicht so viel Wichtiges da gewesen. Das Wichtigste haben wir, glaube ich, aufgezählt. Ja, also die wichtigen, ich sag mal, AAA-Titel und die Veränderungen in Steam haben wir, glaube ich, so alle genannt. Sie wollen jetzt, wie gesagt, Windows 10 vorantreiben und dann diese Mischung von Xbox und PC, diese Verbindung wollen sie halt verbessern. Ja, genau. Indem man halt die Sachen, die man, wenn man etwas für den PC kauft, kannst du es gleichzeitig für die Xbox nutzen und umgekehrt. Genau, ohne dass man da groß was dazu kaufen muss. Finde ich eigentlich ganz gut, aber ich finde, sie feiern sich wieder zu sehr dafür. Für so etwas, ja. War schon so rein theoretisch mit Backwards Compatibility haben sie sich auch so gefeiert. Oh. So rein theoretisch kann man damit ja sogar zwei Leute dann hier dingensen.
Dingensen benutzen. Kann man zwei Leute damit versorgen. Wenn der eine nur auf der Konsole spielt und dann die ganzen Keys für den PC kriegt, kriegt der andere die ja quasi umsonst. Ich weiß nicht, also das wird, glaube ich, den Zusammenhang haben, dass man trotzdem die Konten synchronisieren muss. Also, dass der PC mit der Xbox verbunden ist. Du meinst, du brauchst dann auch so einen Xbox Live-Account, den du dann jedes Mal nutzen musst? Ja, es gibt ja jetzt schon eine App für Windows 10, so eine Xbox-App, wo man das irgendwie verbinden kann. Nee. Ich habe mir das aber natürlich nicht angeguckt, weil ich zum einen keine Xbox hier habe. Zum anderen ist Unsinn, finde ich. Und schon schwindet die Hoffnung. Ja. Aber okay. Ich hoffe, es wird trotzdem so gut, wie es erstmal klingt. Ja, okay, das war's dann auf jeden Fall auch zu dem Thema. Viel haben wir dazu nichts sagen gehabt, aber es lag an der Konferenz. Ja. Und wirklich, ja, mal gucken. Das war jetzt nicht viel. Mal gucken, was die nächsten Konferenzen so auf sich haben. Vielleicht gesellt sich ja Mephisto dann auch wieder dazu. Ja, genau. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.